Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich, denn ich möchte dir zeigen, wie du eine Ringelsocke mit perfekten runden Übergängen stricken kannst. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, hast du es bestimmt schon mal probiert, so eine Ringelsocke zu stricken. Und auf der Vorderseite sieht es zwar ganz schön aus, aber hier hinten, wo man den runden Anfang hat, naja, das geht besser. Und du hast wahrscheinlich auch nicht so richtig Lust, hier die ganzen Fäden zu vernähen, wenn du die Socke erstmal fertig gestrickt hast. Sind das ja doch ganz schön viele. Ich habe da eine bessere Idee. Pass auf. Denn das Ganze kann nämlich auch so aussehen. Und jetzt denk mal nicht, dass das die Rückseite ist. Die sieht nämlich, also das, ne? Sieht doch fast gleich aus, ja. Zusätzlich hast du hier keine Fäden mehr, die du vernähen musst, denn die sind schon direkt beim Stricken so, ja, mit eingestrickt, dass du am Ende keinen Faden mehr zusätzlich vernähen musst. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. So, ich habe die Socke mal so weit vorbereitet, dass wir hier an einem Farbwechsel sind, den man besser sehen kann. Also nicht von dunkelblau zu einem helleren Blau, sondern jetzt von blau zu gelb. So, und wir beginnen damit, dass wir einfach ja, den neuen Faden auf die Hand nehmen. Na. Und hier so ein Stück Faden einfach hängen lassen, damit wir den später mit einweben können. So. Und jetzt starten wir. Wir lassen den Faden, ne, wir nehmen den hier so hinten. So, erstmal gucken, wo die Kamera ist. So, wir halten den hier hinten mit dem Zeigefinger fest. Und dann starten wir mit einer rechten Masche in der neuen Farbe. Und nun nehmen wir den Faden von der Farbe davor, also diesen blauen hier, ne, den legen wir uns einmal so über die Nadel, wo die Maschen drauf liegen. Es ist am Anfang ein bisschen fummelig, ne? Hier alles festzuhalten und dann den Faden zu holen. Also probier es ganz in Ruhe aus. Du musst auch nicht so darauf achten, dass du hier die Masche besonders fest hast, weil wir die hier am Ende wieder festziehen können. Ne? Also keine Bange. So, du legst also den Faden hier rüber und strickst jetzt quasi den Faden zusammen mit der Masche so ein, sodass der sich hier so drüber legt. Und nun ziehst du die Masche runter. Und du siehst auch hier, der Faden, der liegt hier jetzt über den gelben Faden. Ne? Der blaue liegt über dem gelben. Du hältst den einfach fest und strickst die nächste Masche ganz normal. Und nun machst du das gleiche wieder. Du legst den Faden hier so über die Nadel und strickst die nächste Masche ab. Und dann ist er wieder hier drüber. Und das machst du, bis du am Ende der Nadel angekommen bist. Je nachdem, wie viele Maschen du auf der Nadel hast. Ich habe jetzt 15 pro Nadel. Da kann man das ganz gut bis zum Ende machen. Dann ist der Faden weit genug mit verwebt, dass er sich nicht wieder löst. So. Das sieht man jetzt hier auf der Innenseite. Na, da haben wir den Faden hier mit eingewebt. Und jetzt stricken wir die nächsten beiden Nadeln rechts und bei der letzten weben wir den Anfangsfaden von der neuen Farbe ein. Das zeige ich dir dann auch. So, ich bin jetzt hier bei der vierten Nadel angekommen und nun machen wir das gleiche im Prinzip wie am Anfang. Also wir stricken die erste Masche rechts. Dann nehmen wir uns hier den Anfangsfaden oder Endfaden, je nachdem, wie man es nimmt, von
der gelben Wolle und legen uns den hier einmal über die Nadel. Quasi so, dass hier der Faden zwischen den beiden Maschen ist und der hier so leicht über unserer nächsten Masche liegt und stricken die wieder, wie gerade eben auch, so zusammen ab. Nun legt sich der gelbe Faden hier über den gelben Arbeitsfaden. Die nächste stricken wir rechts und nun legen wir hier den Faden wieder rüber, gehen unter diesen Faden, den gelben und die Masche durch, stricken diese rechts. Das machen wir wieder bis zum Schluss. Dann gibt es noch einen letzten Trick, wie du einen schönen runden Übergang hinbekommst. Und zwar, na, jetzt haben wir alle Maschen gestrickt. Nun ist es so, bei jedem Farbwechsel, den du machst, musst du nach der ersten Runde, ich versuche mal eben hier das schön hinzumachen, so, machst du hier von der ersten Masche der ersten Nadel, nimmst du das linke Beinchen hier hoch und legst das auf die rechte Nadel drauf, dass es so aussieht. Und nun strickst du die beiden zusammen rechts. So, und nun kannst du ganz normal rechte Maschen strecken, bis du die gewünschte Reihenzahl erreicht hast. Und dann hast du es auch schon geschafft. Eine letzte Sache habe ich aber noch. So, wenn du mit deine 5 Reihen gestrickt hast, wirst du jetzt vielleicht sagen, aber Sandra, guck mal, hier ist das doch voll labberig und löchrig. Pass auf. Wir können nämlich einfach, bevor wir die Fäden abschneiden, ich halte mir immer hier diese Maschenreihe so ein bisschen mit dem Daumen und hier mit den anderen Fingern fest. Und dann nehme ich hier mit der anderen Hand den Faden und ziehe den. Mal eben gucken, dass man das auch gut in der Kamera sieht. Und ziehe dann hier am Ende, ne, da habe ich ihn, und ziehe dann hier, bis sich die Masche, ich hoffe, du siehst das hier an meinem Daumen, so zusammenzieht. Und mit dem Gelben mache ich das genauso, hier, den wir hier eingewebt haben, ne, das Ende. Da ziehe ich auch so ein bisschen. Nicht zu kräftig. Wenn du zu doll ziehst, dann zieht sich das ja alles zusammen und ja, das sieht nicht schön aus. Und dann siehst du nämlich, hier sieht das dann viel ordentlicher aus. Und so machst du das bei jedem einzelnen Streifen.